Noch ist im Innenbereich des Aquaria in Coburg nicht viel los. Mit dem Herbst und Winter wird sich das aber wieder ändern. Die Frage ist, ob dann auch noch die Regeln die gleichen sind. Denn die Coburger Stadtratsfraktion der Grünen möchte, dass die Geschlechter künftig gleichgestellt sind. Bisher entscheiden die Bäderbetriebe selbst, wie sie die Kleiderordnung handhaben. Aktuell ist es so, dass bei uns in der Haus- und Badeordnung drinsteht, übliche Badebekleidung. Und der Schwimmmeister muss natürlich entscheiden, was übliche Badebekleidung ist. Also wir definieren natürlich jetzt nicht jedes einzelne T-Shirt durch, sondern er kann natürlich aufgrund seiner Erfahrung auch abschätzen, ist das jetzt so okay oder ist nicht okay. Die Stadtratsfraktion der Grünen will die Badeordnung mit Blick auf den Wandel der Zeit nun ändern. Besucherinnen des Schwimmbades in Coburg sollen demnach selbst darüber entscheiden können, ob und wie sie ihren Oberkörper bedecken wollen. Also es ist keine Pflicht oder kein Muss. Nicht jeder muss oder jede muss jetzt hier oben ohne baden gehen, sondern sie haben das Recht darauf, wenn es nach unserem Antrag geht. Das heißt, ab sofort muss nicht mehr das Badepersonal in die Verlegenheit gebracht werden, zu entscheiden, was ist die übliche Badebekleidung und wer ist Männlein und wer ist Weiblein und wer ist dazwischen oder eben gar kein Geschlecht. In diese Peinlichkeit, in diese Verlegenheit wollen wir gar niemanden erst bringen, sondern sagen eben, jeder kann für sich selbst entscheiden, ob er die sekundären Geschlechtsmerkmale bzw. dann die weibliche Brust verdecken möchte oder eben nicht. Die niedersächsische Stadt Göttingen ist das Vorbild der Coburger Grünen. Die dortige Testphase im Frühjahr sei gut angekommen und die Weiterführung geplant, auch wenn wenige das Angebot tatsächlich angenommen hätten. Auch die Coburger Bürger sehen den Antrag größtenteils entspannt. Ich sage, das kann jeder entscheiden, wie er will. Irgendwie müssen das die Leute selber wissen, was sie machen möchten. Wer will, kann gerne oben ohne baden. Nichts dagegen. Also ich persönlich würde es natürlich nicht machen, aber wer will? An sich finde ich, sollte man ja jedem das Recht überlassen, selbst darüber zu entscheiden, was man tut. Also an sich finde ich das nicht schlimm. Es ist ja niemand gezwungen, das dann sofort zu tun. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Sie finden den Antrag nicht okay. Sollte nicht genehmigt werden. Nein, sollte nicht genehmigt werden. Ich würde es selbst unterstützen, weil es ist jedem seine Meinung. Der Mensch ist nicht angezogen auf die Welt gekommen. Ist es richtig? Okay, na, du, selbstverständlich. Auch Jan Kirchner denkt nicht, dass seine Badegäste die Gleichstellung überwiegend in Anspruch nehmen würden. Es sei im Sommer bereits auf der Liegewiese erlaubt. Im Innenbereich haben ihn bislang keinerlei Anfragen erreicht. Die Stadt Coburg äußert sich derweil nicht. Am kommenden Donnerstag wird dieser Antrag der Grünen in der Stadtratssitzung in Coburg besprochen. Vorab wollten sich weder der Oberbürgermeister Dominik Sauerteig noch andere Stadtratsmitglieder zu diesem Antrag äußern, da solche Dinge grundsätzlich vorab nicht persönlich und politisch besprochen werden. Die Aquariabetreiber sehen in dem Antrag kein Problem, aber auch keine Notwendigkeit. Prinzipiell habe ich persönlich jetzt nichts dagegen. Ich glaube, aber wie ich auch einer anderen Kollegen schon gesagt habe, es ist jetzt nicht das, was in der Bevölkerung aktuell das wichtigste Thema ist. Und man kann es sicherlich diskutieren, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Die Grünen rund um Melanie Becker gehen derzeit nicht davon aus, dass ihrem Antrag stattgegeben wird. Hauptsache, das Thema Gleichstellung sei mal auf dem Tableau der Stadt gelandet, mit der Hoffnung, dass es eine Zukunft hat.